Ja, wir bleiben eigentlich schon am Bodensee. Sie ist eine der erfolgreichsten brasilianisch-deutschen Sängerinnen, lebt in Konstanz eben und in Sao Paulo. Aktuell zu den Olympischen Sommerspielen in ihrem Heimatland Brasilien hat sie ein neues Album rausgebracht mit sehr vielen persönlichen Geschichten. B. Ignacio mit ihrem neuen Album Tropical Soul. Geboren ist sie in Sao Paulo als Tochter einer deutschen Entwicklungshelferin aus Aalen und eines Brasilianers. Sie wächst in einer Favela auf, eine schöne Kindheit, aber sie erlebt auch Einschränkungen. Mit 19 kommt sie dann nach Deutschland, studiert Gesang und modelt. Seither bringt sie ein Album nach dem anderen raus. In ihrem neuen geht es ums Träumen, was viel mit den Athleten und den Olympischen Spielen in Rio zu tun hat. Jetzt ist sie bei uns in der Landesschau. Herzlich willkommen. Hallo. B, wir sind per Du, das sage ich für die Zuschauer vorneweg gleich, weil wir uns schon eine Weile kennen, sind uns begegnet auf den ein oder anderen SWR-Veranstaltungen auch. Das letzte Mal haben wir über dieses Halbfinale gesprochen, wir erinnern uns noch. Nein. Aber jetzt wird es ein schönerer Sommer für euch Brasilianer vielleicht, das ist die Frage natürlich. In dem neuen Album sagst du, hast du viele persönliche Geschichten drin. Was erzählst du uns da? Also natürlich persönliche Geschichten, ein Leben. Ich habe ja inzwischen schon wirklich ein paar Sachen erlebt. Und da gibt es natürlich sowohl schwierige Sachen wie auch schöne Sachen und leichte Sachen. Oder zum Beispiel eben Aufnahmen hier, Sununga zum Beispiel und der Sununga-Sommer, der so fantastisch war. Und da gibt es aber natürlich auch andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass ich als Kind und Jugendliche nicht laufen konnte. Mhm. Und das verarbeite ich tatsächlich in einen Song und der heißt Run und ist auch tatsächlich unsere Single. Wir schauen gleich mal aufs Video drauf. Was war los in deiner Kindheit? Was war das medizinische Problem? Ich hatte Muskelschwund und ich habe das wirklich mit 5, also zwischen 5 und 18 hatte ich dann immer wieder Krisen und teilweise auch wirklich einfach konnte ich nicht laufen. Mhm. Und ich habe das auch sehr, sehr lange verdrängt. Ich habe sehr lange nicht drüber reden wollen und inzwischen, das ist natürlich auch das Schöne von meinem Beruf, kannst du solche Sachen dann wirklich alles verarbeiten und das ist natürlich toll. Und dass das jetzt zur Olympiade passt, das war jetzt wirklich ein schöner Zufall. Man sieht ja auch in den Videos oder wenn du auftrittst, du kannst sehr gut tanzen mittlerweile, dich bewegen, also ist alles in Ordnung. Wie hast du die Krankheit in den Griff bekommen? Ich habe damals, also meine Eltern sind fast verzweifelt, weil es natürlich auch in Brasilien nicht gerade so einfach war mit Rollstuhl. Also meine Eltern haben mich tatsächlich getragen und ich wurde immer älter und das sah natürlich irgendwann mal auch einfach nicht mehr gut aus. Und ich habe alles versucht. Wir haben alle möglichen Untersuchungen, Ärztebesuche und Krankenhausaufenthalte, alles hinter mir gehabt. Und es ist tatsächlich mit der Zeit, ist es dann irgendwann wirklich besser geworden. Ich habe verschiedene Therapien gemacht und irgendwie konnten sich die Muskeln nicht entwickeln. Mhm. Und inzwischen ist es so, seit 3 Jahren mache ich Yoga und bin komplett schmerzfrei. Was wieder eine große Werbung für Yoga ist an dieser Stelle. Ich habe es versprochen, wir schauen aber mal drauf auf diesen Song Run, der sowohl mit deiner eigenen Geschichte als auch mit einer anderen Geschichte zu tun hat. Die junge Frau, die Sie im Video sehen, wir sprechen gleich drüber. Hier ist Run. Heute bei uns in der Landesschau und wenn sie ihre eigenen Videos sieht, fängt sie immer, jetzt sitzt du ganz ruhig, aber du fängst eigentlich sofort das Zappeln an und mittanzen. Das muss sein, als Brasilianerin, zumindest als Halbbrasilianerin. Die Frau, die wir in dem Video sehen, kämpft, macht Sport, ist hart zu sich selbst. Wer ist das? Um was geht's da? Genau, das ist Aline und ich meine, wir haben eine Frau und wir haben auch einen Mann gesehen. Eine Frau, also die Boxerin Aline. Den Mann, Aline. Hab ich verpasst. Okay. Und ein Surfer und ich finde es eigentlich, natürlich geht hier um Sport und es geht aber hier natürlich auch in Brasilien. Die Frau lebt im Slum und der Mann, also der Surfer, kommt aus einer ziemlich reichen Familie und beide haben das Sport. Und da werden sie, also diesen Traum, den Sport hinterher zu sein, das verbindet sie. Aline ist tatsächlich ohne Eltern aufgewachsen und hat eine total tragische Geschichte, hat ihre komplette Familie verloren an den Drogen. Also die komplette Familie wurde ausgenichtet oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ausgelöscht. Ausgelöscht.
erwischt. Ja. Und eigentlich wollten sie sie auch umbringen. Und deswegen ist sie weg aus São Paulo, wo sie aufgewachsen ist, und ist irgendwann nach Rio. Und für mich war das wirklich beeindruckend. Sie wohnt in einer Favela, das ist einer der gefährlichsten Gegenden in Rio, und ist Boxerin, kann nur mit Männern boxen, weil keine Frau kommt an sie ran. Ja. Ihr Traum ist zu boxen, war Tänzerin, das merkst du auch in der Art und Weise, wie sie boxt. Und sie hat mich extrem inspiriert, weil sie macht diesen eigentlich sehr harten Sport, hat aber wirklich einen Traum und verfolgt diesen Traum, also wirklich beeindruckend. Wenn du von den Brasilianern sprichst, die du natürlich kennst, wie ist die Stimmung im Land? Zurzeit hören wir eigentlich jetzt so kurz vor den Olympischen Sommerspielen, die Brasilianer selber finden es größtenteils gar nicht so dolle. Und ob dann so alles klappt und hinhaut, wissen wir auch noch nicht. Was ist deine Erfahrung, deine Einschätzung dazu? Also eigentlich ist es so, Brasilianer, wir lieben Sport. Und das ist natürlich, ich finde, absolut perfekter Ort in Rio, diese Veranstaltung zu machen. Nur natürlich, wir sind jetzt schon vorgeprägt von der WM. Und wir wissen auch, dass das alles, ich meine, in Brasilien ist alles nicht richtig im Moment. Ne? Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon auch spannend. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass die Brasilianer wirklich jetzt diese Chance nutzen, um ein bisschen zu zeigen, was im Land los ist. Und das nicht zu vertuschen und in Sporteuphorie zu verfallen, sondern tatsächlich das als Plattform nutzen und zu zeigen, Welt, so sieht's hier gerade aus. Du kannst natürlich zurzeit die Medien als Plattform nutzen, weil du bist unterwegs mit dem neuen Album Tropical Soul. Nicht nur bei uns in der Sendung, in vielen anderen Fernsehsendungen und natürlich auch live zu sehen. Wir gucken noch mal ganz kurz auf das Video, das wir anfangs schon gesehen haben, denn dein Töchterlein spielt auch mit. Ja. Das ist schon, würde ich sagen, fast sehr klischeehaft brasilianisch. Schöne Menschen in schöner Umgebung. Das ist sie zum Beispiel. Aha. Das war sie. Jetzt, Moment, aber ich glaube, sie kommt noch mal. Das heißt, sie tritt auch in deine Fußstapfen, Sänger, nee, modelmäßig jetzt zunächst mal. Was soll aus ihr werden? Sie möchte Schauspielerin werden. Also sie will Schauspielerin. Genau. Ja, ja, ja. Sie hat auch einen starken Willen, also das macht sie auch. Ihr lebt, du mit deinem Mann auch in der Familie, halb-halb, Konstanz, Sao Paulo. Diese beiden Welten vereint ihr in eurer Familie. Jetzt geht's für dich weiter, wie gesagt, in den nächsten Tagen. Gerade eben habe ich schon erfahren, beim Seefest wirst du auch spielen in Konstanz demnächst. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Vielen Dank. Und genieße den Sommer. Dankeschön. Danke für den Besuch bei uns in der Landesschau.